Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. 27. März 1881 und dies ist die erste, naja, nennen wir es echte Kolonie. Das war ja hier mehr oder minder eine Privatinitiative der Suezkanal. Aber hier in Eritrea, in Djibouti, sind jetzt deutsche Kolonisten angekommen, die das Land, ja, unter ihren Schutz stellen, nennen wir es mal so. Wir können, das habe ich das letzte Mal nicht gemacht, auch ein bisschen fies habe ich die Zeit jetzt abgewartet und dann nicht das Protektorat erstellt. Ja, wir können als erstes erstmal das Protektorat erstellen. Und nun können wir daraus gleich eine Kolonie machen. Der Unterschied ist, glaube ich, die Kolonie ist insofern stärker, besser, weil ja, sie mehr Steuern bringt und Zuzug ermöglicht und so weiter. Wenn dann 1% Bürokraten da sind, kann man daraus sogar einen eigenen, einen wirklichen Teil des Kaiserreichs machen. Aber ich denke, ja, wir werden das Protektorat tatsächlich für 4 Kolonialmachtspunkte, kein Problem für uns, in eine Kolonie umwandeln. Und dementsprechend müssten dann auch gleich diese Zahlen sich hier verändern. Wir werden mal hier Einwanderer anlocken, machen. Und ich glaube, Parteiloyalität in Brandenburg ist hoch genug. Und das gleiche machen wir auch mal hier. Ich glaube, hier in Suez, da sind wir schon eine Kolonie, genau. Und ihr seht, hier sind schon 45% Norddeutsche und nur 52% Misranische, wie hier die Kultur heißt. Sehr schön. Und ich denke, wir machen auch mal hier Einwanderer anlocken. Eisenbahnen werden hier sowieso gebaut. So, und Djibouti sollten wir aber auf jeden Fall auch gleich das Fort erweitern und den Marinestützpunkt. Die Eisenbahn können wir jetzt selbst erweitern, weil es die Wirtschaftspolitik erlaubt. Aber ich glaube, das machen die sowieso. Da brauchen wir jetzt nichts tun erstmal. Ich habe mich überhaupt noch mal ein bisschen belesen, was den Suezkanal betrifft. Das ist ja schon sehr interessant, die Geschichte. Es gibt da einige Sachen, die ich eigentlich überhaupt nicht wusste. Übrigens, unsere Transportflotte kann hier mal in unseren eigenen Hafen fahren. Ich hatte ja immer den Suezkanal irgendwie in Verbindung mit den Briten gebracht. Das ist aber nur halb richtig, denn das Ganze war tatsächlich erst einmal wirklich eine private Initiative von einzelnen Männern, Geschäftsmännern in gewisser Weise, auch Diplomaten, die das versucht haben zu forcieren, und zwar durchaus gegen den britischen Widerstand. Zu der Zeit war Ägypten Teil des, formal zumindest noch Teil des Osmanischen Reiches, relativ unabhängig, aber formal ein Teil. Und vor allem dann ein Mann wurde wichtig, Ferdinand de Lesseps. Das war ein französischer Jurist im diplomatischen Dienst. Der hatte gute Kontakte hier nach Ägypten zu den Führern, und der intervenierte und der sprach vor und stellte dieses Projekt vor, was schon einige vor ihm gedanklich entwickelt hatten. Und ja, das stieß immer auf Ablehnung der ägyptischen Seite, der osmanischen Seite, aber auch der britischen Seite. Aber dann kam eben ein neuer, ich weiß gar nicht, ob es Sultane waren, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall ein neuer ägyptischer Herrscher an die Macht, der dem aufgeschlossen entgegenstand. Und dann begannen hier erstmal ausführliche Machbarkeitsstudien und so weiter und so fort. Und das zog sich dann noch ewig hin, weil die Briten richtig Widerstand leisteten. Die hatten nämlich einen anderen Plan. Die wollten eine Eisenbahn bauen zwischen Alexandria, Kairo und dann bis zum Suezkanal und den Handel dazu leiten. Also das war ihr Konzept, und tja, irgendwie fürchteten sie das und intervenierten da massiv in Konstantinopel und so weiter. Das verzögerte die Sache auch noch ziemlich, bis es dann schlussendlich, dieser Lesseps, der scheint ein ziemlich harter Hund gewesen zu sein, der hat sich da nicht abbringen lassen, bis es dann also mit Unterstützung der Ägypter dann tatsächlich zu diesem Bau kam. Und dann, relativ schnell, haben sich die Briten das anders überlegt und sind dann also absolute Befürworter der Sache geworden. Die haben gesehen, was besonders ihnen das hilft, denn ein Großteil des internationalen Seeverkehrs
waren eben britische Handelsschiffe. Ich glaube, am Ende durch den Suezkanal waren das 60, 70, 80% der Schiffe, waren es britische Schiffe, die das nutzten. Also, der Lesseps wurde dann sogar, ich glaube, der wurde zum Lord ernannt oder auf jeden Fall hat er Orden bekommen. Zahlreiche Auszeichnungen aus Großbritannien. Was ich aber noch nicht wusste, am Anfang war das Ganze überhaupt nicht rentabel. Es war, wie gesagt, eine private Unternehmung. Die haben also Investoren gesucht. Natürlich auch teilweise staatliche Investoren, aber vor allem private Investoren, um das Ganze zu finanzieren. Und sie haben eine Konzession bekommen, um das zu betreiben für 99 Jahre. Und das war sozusagen das Geschäftsmodell, dann über die Gebühren einerseits dann die Investitionen wieder rauszuholen und dann Gewinne zu machen, an die Anteilseigner auszuschütten. Aber am Anfang war das überhaupt kein großer Erfolg. Da fuhr am Tag etwa ein Schiff dadurch. Das wuchs erst wirklich langsam über die Jahre. Und ich glaube, spätestens Jahrhundertwende, also eingeweiht war das 69, also spätestens um 1900 war die Sache dann extrem wichtig und extrem profitabel geworden. Eine dritte Sache, die mir gar nicht so klar war und ich nicht wusste, also die Briten kamen dann erst später dazu. Eine Gelegenheit bot sich ihnen, denn Ägypten war ziemlich schnell pleite geworden, vielleicht auch wegen des Suezkanals, denn da sprudelten eben doch noch nicht so schnell die Gewinne und sie hatten extrem hohe Schulden und da sind die Briten dann gekommen und haben quasi die Anteile von Ägypten aufgekauft. Und waren dann ein sehr großer Anteilseigner, aber noch nicht der Mehrheitseigner. Und ich weiß, glaube ich, das waren sie, glaube ich, nie. Ich bin nicht ganz sicher. Ja, und dann kam es hier aber zu Spannungen in der ägyptischen Bevölkerung. Es gab Aufstände gegen die ausländischen Einfluss, der wirklich massiv war von allen Seiten. Wurde da irgendwie interveniert und alles spielte sich in Alexandria und Kairo ab. In der Zeit muss eine spannende Zeit gewesen sein dort. Auf jeden Fall kam es zu Aufständen und das führte dann dazu, dass die Briten intervenierten, weil ihnen das dann doch zu wichtig geworden ist. Dann kam es zur britischen Besetzung von Ägypten von 1882 an bis ins 20. Jahrhundert hinein. Aber dennoch war es so, dass der Kanal nach wie vor immer noch dieser privaten Gesellschaft gehörte. Und tatsächlich gab es dann auch so eine internationale Konvention von Konstantinopel, nannte sich 1888, beschlossen, die tatsächlich auch festhielt, die Briten bestätigten dies, dass der Kanal neutral ist, dass der also von jeder Macht zu jeder Zeit befahren werden kann, wenn die Gebühren bezahlt werden. Das war mir gar nicht so klar. Ich dachte, die Briten hätten dann die volle Kontrolle gehabt. Dem ist aber nicht so gewesen. Zumindest, ja, ich glaube, ein bisschen mehr sogar als formal. Also es gab da am Anfang des 20. Jahrhunderts Konflikte. Es gab einen Krieg, in den Japan verwickelt war. Und da wurden hier sogar japanische Schiffe durchgelassen, obwohl Großbritannien auf der anderen Seite stand. Also die hielten sich zumindest teilweise daran. Im Ersten Weltkrieg war das dann natürlich nicht mehr der Fall, im Zweiten auch nicht. Also da wurde dann nicht mehr auf Konvention oder so geachtet. Da ging es um alles. Ja, soweit ein bisschen. Und das wurde im Übrigen, bis ins 20. Jahrhundert hinein war der Kanal oder ist eigentlich bis heute ein wichtiger Aspekt. Denn die eigentlich 99 Jahre lief ja der Vertrag. Das heißt, bis ins Jahr 1968 hätte diese private Gesellschaft das betreiben können, aber schon 10 Jahre vorher hat dann der ägyptische Präsident, ich glaube, es war Nasser, der hat dann diesen Kanal verstaatlicht. Ja, und das führte dann tatsächlich zu dieser Suezkrise, zu einem Eingreifen von Großbritannien, aber er konnte sich da irgendwie dann am Ende sogar durchsetzen mit dieser Nummer und im Sechstagekrieg spielte das auch eine Rolle und so weiter. Also der Kanal ist wirklich sehr, sehr geschichtsträchtig, sehr interessant, das Ganze. Okay, jetzt mal wieder zurück zu unserem Thema. Wir haben Djibouti jetzt kolonisiert. Ich denke, wir sollten auch dort ein weiteres Korps stationieren. Wir sind nämlich jetzt gerade so wieder am Limit, dass wir ein neues Korps etablieren könnten. Wir haben ja einiges vor hier in Afrika, deswegen ist es, glaube ich, nicht das Schlechteste, wenn wir zwei Korps hier stationieren. Ich werde dann also, glaube ich, dieses hier
das jetzt fünfte Korps heißt. Das werde ich dort hinsenden und ein neues Korps etablieren, ein neues fünftes. Wir nennen das mal zweites Afrika-Korps, damit wir sie unterscheiden können. Und wir bringen sie direkt mal hier auf die Schiffe und fahren die Flotte, die keinen Anführer hat, die Transportflotte, aber ist nicht so schlimm, fahren sie dann direkt mal nach Djibouti. Okay, und damit wir sie dort stationieren. Und dann bauen wir gleich unser nächstes Korps mit der üblichen Zusammensetzung. 6-mal Infanterie. Einmal Garde. Einmal Pioniere. 2-mal Husaren. Und ich glaube, irgendwas habe ich jetzt nicht ganz korrekt gemacht. 6-mal, 7-mal. 2. Doch, eigentlich jetzt noch 5. Aber da haben wir 15 im Bau. Irgendwas stimmt nicht. Irgendeinen Denkfehler habe ich gemacht. 6, 7. 4-mal Artillerie, genau. Doch nicht 5-mal. Alles klar, dann stimmt es wieder, meine 14. Okay. Und dann werden wir sie wieder sammeln hier in Emden. Und dann haben wir das. Ist das jetzt im Bau? Jawohl. Alles klar. Gut, dann geht es weiter in der Zeit voran. Jetzt wird wieder Geld ausgegeben für die Korps, aber dann werde ich irgendwann auch nochmal den Haushalt anpassen. Oberhauskommission über Gesundheit und Hygiene. Und deshalb erscheint es mir ein Fehler unseres viel gelobten Systems zu sein, dass sich wenige verdienende Arbeiter nicht einmal das absolute Minimum hygienischer Lebensbedingungen leisten können. Die schmutzigen, rußverschmierten Hütten im Schatten der Fabriken sprießen aus dem Boden wie Pilze nach dem Regen. Sie sind klamm und dunkel, wie es, was Cholera, Tuberkulose und andere Krankheiten ideale Ausbreitungsbedingungen bietet. Meine werten Kollegen, eine beschränkte Gesundheitsreform könnte diesen Problemen deutlich entgegenwirken. Das Oberhaus ist aufgrund seiner offensichtlichen Unfähigkeit zur Verabschiedung einer Sozialreform trotz stärker werdender Forderungen der Öffentlichkeit total aus dem Gleichgewicht geraten. So, wir können jetzt die Reform sogar erzwingen. Das ist interessant. Oder wir können das hinauszögern. Die Leute, die uns unterstützen, erhalten dann Militanz, wenn wir das erzwingen. Ist auch ein bisschen merkwürdig. Ist das denn überhaupt ein großes Problem? Eigentlich ist das kein großes Problem. Das Thema Gesundheitsversorgung. Ne, es ist überhaupt kein Problem. Es ist ganz weit unten bei den Wählern. Ne, wir zögern das bis zur nächsten Wahl heraus und dann sind wir natürlich auch immer dabei, das über den normalen Weg einzuspeisen. Wie gesagt, wir haben ja so eine Art Sozialkaisertum. Da machen wir das. Kein Problem, aber unser Oberhaus erlaubt es uns nicht. Großschiffbekämpfer. Dies bedeutet den Bau kleiner Großkampfschiffe mit sehr starker Hauptbewaffnung. Ja, unsere Transporter haben einen geringen Angriff, aber die Kampfschiffe einen höheren. Was erfreulich ist. Wir können doch direkt mal. Was haben wir jetzt hier? Bündnisangebot von Montenegro. Das ist allerdings interessant. Nein, das wollte ich mir nicht angucken. Das ist interessant. Da ist Montenegro. Jetzt war ich völlig verwirrt. Alles klar. Na, das ist ja ein toller Bündnispartner. Ein Provinzland. Und Montenegro, Jugoslawien, Kernprovinzen. Sind die da gerade entstanden oder was ist das? Gab es sie schon immer? Aber die Osmanen haben da keine Kernprovinz drauf. Wir akzeptieren das. Warum nicht? Wenn sich jemand da uns als Partner aussucht, als Schutzmacht,
haben wir nichts dagegen, zumal sie ja irgendwie auch eine Grenze mit unserem großen Bündnis haben. Kein Thema. Wir sind übrigens Großmacht Nummer 1. Ja, das bringt, glaube ich, vor allem jetzt unsere Militärstärke mit sich. Ist schon enorm, wie wir militärisch die Welt dominieren und natürlich unser Prestige. Industriell sieht es nicht ganz so toll aus, aber man kann nicht alles haben. So, jetzt sind unsere Einnahmen so hoch gestiegen. Ich glaube, unsere Laissez-faire-Liberalen, die werden auf jeden Fall erstmal die Zölle reduzieren auf null. Und wir werden nochmal lustig die Steuern senken. Ich denke, das ist angemessen der Situation. Was natürlich auch wieder unserer Wirtschaft hilft. Optische Entfernungsmesser. Dies waren Instrumente, mit denen man die Entfernung zwischen Geschütz und Feindschiff exakt bestimmen und so die Trefferwahrscheinlichkeit erhöhen konnte. Flottenangriff plus 1. Es geht weiter. Und der nächste Kommandeur ist gestorben. Dabei fällt mir ein, den anderen habe ich noch gar nicht ersetzt. Oha. So, das nächste Bündnisangebot. Was ist denn hier los? Serbien. Die waren doch bestimmt schon... Die sind jetzt verbündet mit Griechenland. Ach so. Ah, verdammt, Leute. Es ist klar, die Osmanen verlieren ihre Einflusssphäre. Und, da müssen wir uns ja mal drum kümmern. Oh, Leute. Verdammte Axt. Die Osmanen sind nicht mehr unter den großen 8, Österreich-Ungarn schon. Und jetzt... Okay, Leute. Ja, nee, wir haben doch die Anfrage. Wartet mal kurz. Wir werden das jetzt mal machen. Akzeptieren. Ja. Wir bauen jetzt hier unsere Sphäre weiter aus. Wie sieht es aus mit der Walachei? Das können wir eigentlich auch nochmal gleich gucken. Verbündet immer noch mit den Osmanen. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Sphärengeschichten an. Hier müssen wir was tun. Ich denke mal, Schweiz lassen wir jetzt einfach mal. Oder gehen wir einen Tick weiter, das ist okay. Schweden sind wir unangefochten. Das können wir auch reduzieren. Beziehungsweise ist eigentlich egal bei 100. Brasilien, was ist eigentlich hier los? Kriegsrechtfertigung, Großmächte. Herzlich. Brasilien ist unkritisch. Da lassen wir aber den einen Tick. So. Schweiz nehmen wir raus vielleicht. Gehen wir da völlig auf? Ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen konzentrieren auf das, was uns hier interessiert. Wie wäre es denn damit, die Osmanen in unsere Sphäre zu holen? Ist das überhaupt denkbar? Noch hat hier niemand was getan. Warum nicht? Die würden sogar ein Bündnis akzeptieren. Das wäre doch das absolute, ultimative Bündnis jetzt gegen Russland. Wisst ihr was? Das machen wir. Wir werden das Bündnis anbieten. Oh, damit sind wir ja so... damit sind wir ja die wirklich dominierende Macht. Mit dem Bündnis Österreich, Ungarn, Osmanen, Italien. Krass. Und Spanien auch noch dabei. Und Schweden. Niemand wird es wagen, uns anzugreifen. Niemand. So, und natürlich versuchen wir dann natürlich auch jetzt hier die Osmanen zu holen. Und wir werden jetzt richtig aufs Ganze gehen. Wir werden nirgendwo anders jetzt was investieren, sondern hier volle Power Osmanen. Erstmal akzeptieren sie das Bündnis. Wir sind auch bei 200. Wie viel kriegen wir dann jetzt hier? Ich glaube, das ist ganz ordentlich. Bin mal gespannt, wie die anderen Nationen hier agieren werden. Oh, Österreich-Ungarn. Ja, natürlich. Das wird jetzt ein Wettkampf mit denen. Und ich befürchte, die sind natürlich schneller. Weil die eine direkte Grenze haben. Das bringt schon immer einen hohen Bonus. Bei den Beziehungen. Aber gut, wir haben das Bündnis. Das ist, finde ich, fast noch wichtiger. Ich denke mal, die Osmanen... Oh, wir haben wieder Rebellionen. Mensch, was wollen die denn jetzt noch? Wir haben doch eigentlich so viel getan. Ich wurde darauf hingewiesen, wir können... unser Kurs einfach auf Rebellenjagd schicken. Das macht es natürlich ziemlich einfach. Blöd sind natürlich diese kleinen Kurs, die jetzt gerade entstanden sind. Ich hoffe, die werden nicht unterwegs geschnappt. Aber wir machen das mal. Und dann brauchen wir uns jetzt selbst groß nicht drum kümmern. Wenn das jetzt alles so gut geht, wie wir uns das vorgestellt haben,
Nicht, dass der Schwierigkeitsgrad jetzt dazu führt, dass wir gerade jetzt gegen die Rebellen nicht mehr so gut aussehen. Okay, schauen wir uns das mal an. Die sind aber, wie mir scheint, auch kaum große. Hier sind nochmal 12.000. Auf jeden Fall jagen sie jetzt automatisch die Rebellen. Das ist wirklich angenehm. So können wir wirklich kurzen Prozess machen. Reduziert natürlich diese Rebellion immer massiv unsere, oder was heißt massiv, aber deutlich unsere Einwohnerzahl, weil die Soldaten, die hier sterben, das sind echte Menschen, die uns dann fehlen irgendwo in den Fabriken. Und der nächste Kommandeur ist gestorben. Jetzt wird es aber wirklich langsam Zeit. Und wir haben was erforscht. Armee-Risikomanagement. Moral plus 20%, Militärtaktiken plus 25%. Und wir machen nochmal schnell eine neue Forschung, bevor wir in die nächste Folge gehen, beziehungsweise diese beenden. Und wir haben eine 6 gewürfelt. Und die 6 bringt uns wieder zur Marine. Und jetzt ist es soweit. Wir werden Blau- und Braunwasserschulen machen, was uns einen größeren Stützpunkt ermöglicht. Sehr gut. Liebe Freunde, mitten in der Rebellion beende ich diese Folge, aber wirklich spannend, ein wirklicher Cliffhanger ist das nun wahrlich nicht, denn wir haben sie schon fast komplett niedergeschlagen. Ja, gefährlich wurde es nur wirklich, als unsere eigenen Soldaten begannen zu revoltieren, aber diese Phase ist Gott sei Dank vorüber. Ich glaube, das war ja auch ganz gut, was die Reichsregierung dort entschieden hatte bezüglich der freien Presse. Okay, bleibt dran. Es geht weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwallen.